Im Fall des getöteten 15-jährigen Mädchens in Viersen steht ein 17-Jähriger unter dringendem Tatverdacht. Er wurde am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach einem Haftrichter wegen des Vorwurfs des Mordes vorgeführt, teilte die Polizei mit. Der junge Mann, Mathieu K., sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Polizei zufolge soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Staatsanwalt Stefan Lingens am Donnerstag in Mönchengladbach mit weiteren Details. Es gab einen verbalen Streit, man befand sich zusammen im Park, aber das Opfer rechnete eben nicht mit einem körperlichen Übergriff, insbesondere nicht mit einem Angriff auf das Leben. Und wir gehen davon aus, dass der Täter dann ein mitgeführtes Messer gezogen hat und unmittelbar zugestochen hat und das Opfer dann tödlich verletzt hat. Also das Opfer war in keiner Weise in der Lage, sich gegen den Angriff zur Wehr zu setzen, war also arg und wehrlos und damit ist das als heimtückisch und damit als Mord zu beurteilen. Das Mädchen wurde am Montagmittag im Casinopark in Viersen mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt, dass es im Krankenhaus verstarb. Ingo Thiel, Leiter der Mordkommission, zum Stand der Ermittlungen. Letztendlich konnten wir, als wir die 15-jährige Juliana identifiziert hatten, dann auch erste Hinweise erlangen auf den 17-jährigen Freund, Mathieu K., Bulgare, der angedroht hatte, wenn sie sich trennt, dann würde er die umbringen. Letztendlich sind wir in den Abendstunden schon sicher gewesen, dass wir den Richtigen haben, hatten die Ermittlungen aufgenommen, hatten die Flucht rekonstruiert und sind dann am Mittag quasi vor der Tür stehend oder im Bereich stehend, dann von der Selbstgestellung mit Rechtsanwältin überrascht worden. Mathieu K. ist bereits Polizei bekannt, unter anderem wegen Körperverletzung und Drogendelikten. Er hat sich zu der Tat bislang nicht geäußert. Bei einer Verurteilung würden ihm maximal 10 Jahre Haft drohen, da bei ihm noch das Jugendstrafrecht gelten würde.